Ja, hallo mal wieder. Ich darf euch mal wieder zum Let's Play, zum nächsten Teil begrüßen. Ich glaube, es ist jetzt Teil 4 vom Let's Play Legend of Zelda The Minish Cap. Wir befinden uns in einem im Waldschrein. Wir sind auf Erbsengröße geschrumpft. Kann ich euch mal kurz zeigen. Nochmal. Guck, wir sind etwas kleiner als die Normalität jetzt. Wir haben mit ein paar Minish geredet und wir sollen jetzt, um das Schwert der Weisen herzustellen haben, was wir brauchen, um Zelda zu retten, ein Element suchen, das Erdelement. Das muss hier irgendwie sein. Okay. Spinnenweben. Das wird lustig. Weg da. Laufen wir hier entlang. Weiter. Oha. Hat jemand ein bisschen Licht? Schneck, Schneck. Ah, das sind Schalter. Okay. Dann schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Cool. Eine Kiste. Ein kleiner Schlüssel. Das war so eine Überraschung. Dann nutzen wir doch gleich mal. Ja. Tür auf. Okay, wir sind jetzt. Oh. Es regnet Schnecken. Das ist immer noch die Frage, woher wissen die, dass ich diese Tasten habe? Cool. Ein Pelz. Der wabbelt. Cool. Aha. Wuhu. Cool. Es regnet schon wieder Schnecken. Der heutige Wetterbericht. Wolken mit Aussicht auf Schnecken. So. Jetzt haben wir uns hier auch schon einen Weg geschaffen. Okay, die Viecher macht das Schwert hier irgendwie rein. Gar nichts aus. Hier geht's. Aha. Ja gut, das Fass hat nur Normalgröße. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Da geht's hoch. Ein Schalter, cool. Oh. Da hat sich was gelöst. So, jetzt hoffen wir mal, dass es sich anfällt. So, ich glaube, wir müssen mal da rein. Noch? Okay, bergauf. Aha, jetzt sind wir hier. Hallo. Hier entlang, mal gucken. Kommen wir hier irgendwie durch? Okay, ein Schalter, zwei Schalter. Das geht da rauf. Aha, wer sagt's? Ein freiliegendes Fass. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Geht mir mal aus dem Weg, ihr Scheißviecher. Will ich mir den Gefallen tun? Natürlich nicht, danke. Oh. Da bin ich hergekommen. Wuhu. Moment mal. Huch. Schauen wir mal, wo wir hier raus. Nein, das wäre schlecht. Das ist mal so ein bisschen kritisch bei diesem Fass. Schauen wir mal, wo wir herauskommen. Ach süß, die Viecher sehen irgendwie niedlich aus. Die haben aber einen heiden Speed drauf, wie es aussieht. Ein Herz. Ach, auf diesem Samstag kann ich das hier irgendwie verschieben. Wie es aussieht, nicht gut. Ich hasse Sand. Ein Pelz. Oh, wow. Da kommen wir bis ganz zum Ende. Die andere Frage ist, wie kommen wir? Okay, das ist eine Idee. Gucken. Eine Karte! Juhu! Schauen wir uns doch mal die Karte an. Okay, da waren wir schon überall. Und wir haben ja noch ein bisschen was dann vor uns. Ja, cool. So, das war die falsche Taste. Ich sagte euch, ich werde mich hier wieder vertan. So,
Hops. Ich mache mal nur den ersten Freiflug. Ah, dann komme ich hierher. Dann komme ich hier durch. Dann können wir den Stein hier verschieben. Juhu. Lauf. Hier entlang. Was ist das? Wolke gibt Aussicht auf. Schnecken. Das ist unfair. Okay, wir brauchen was, um auf den Schalter zu stellen. Cool. Man kann Krüge nicht mehr werfen, man kann sie auch verschieben. Oh. Böses Viech. Böses Viech. Aha. Das ist gut. Das ist cool. Das gefällt mir. So, schauen wir mal, dass wir uns hier wieder einen Durchgang freimachen. Damit wir mal wieder, wenn wir hier nochmal hin müssen. So. Aha. Damit. So, die Richtung. Einen kleinen Schlüssel. Wir haben damit einen kleinen Schlüssel gefunden. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ort, wo wir den einsetzen können. Okay, wieso ist mein Weg wieder zu? Aber ich komme hier zurück. Finde ich gut. Alle haben hier schon verschobenen Stein wieder zurückgeschoben. Wer macht sich eigentlich diese ganze Arbeit? Mir wird zu doof, ich gebe es ehrlich zu. Laufen wir mal wieder eine Runde mit dem Fass. Den Ausgang hier. Ah, da wäre sowas wie ein... Hier kann ich ein Steinchen verschieben. Was mir garantiert wieder irgendwann zu schießen. So, Tür auf, wir rein. Okay, das sieht hier äußerst amüsant aus. Was hier oben? Laufen wir erstmal hier oben entlang. Da geht's hier runter. Gehen wir erstmal hier unten entlang. Vielleicht finden wir was. Diese verflucht schnellen Rennviecher. Ob sie auf dem Weg wieder zurück gibt, Treppe runter oder links? Ich laufe mal links. Verschwindet. Wieso kann ich euch nicht töten? Tja, auf, das ist schon mal gut. Mal gucken, was ist denn hier so? Gucken wir uns erstmal noch hier drüben um. Ein Riesenwurm. Wurmt sich doch da hinten, brauchen wir einen Schuss, wie es aussieht. Also schleichen wir uns mal durch und gehen durch unsere gerade geöffnete Tür. Jetzt sind wir wieder hier. Ach nee, wie schön ist das denn? Jetzt wissen wir schon mal, dass wir so nicht weiterkommen. Mal gucken, ob wir was Besseres finden. Fliegen wir mal nach hier drüben. Aktivieren diesen Stein. Dann können wir nämlich dieses Teil hier nutzen. Und das war... die falsche Taste losgelassen. Juhu! Cool. Eine Stöcke. Das regnet schon wieder Stöcke. Man denkt, in einem Gebäude regnet es nicht, aber nein! Okay, das ist... So kann es funktionieren. Schieb, schieb, schieb. Komm, schieb. Schieben wir mal. Ja, bitte. Oh. Ich finde die so verdammt goldig. Ich weiß nicht wieso. Au. Nur wenn sie losrasen, kann ich es nicht bleiben. Verschwinden. Verschwinden. Weg ist sie. Ah, das Strich. Gerade günstig. Und wer weiß nicht, wo wir diesen Schlüssel verwenden? Ich habe da eine Idee. Ich habe da links nämlich schon was gefunden gehabt. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt laufen wir mal wieder nach da oben. Ich
hier entlang. Ich habe das ganz schnell, die wir den verwenden können. Au! Dumme Viech. Au! Weg da, weg da. Mein Herz wäre so freundlich. Das liegt. Ah, danke schön. Schauen wir doch mal, was uns hier drin erwartet. Oh. Was hat denn hier für Viech? Cool. Aha. Au, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Ein ausgerasteter Wurm. Hilfe. Schön. Verwirrt zu sein, Augusta. Okay, gut, 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 gut. Cool. Endlich. Jetzt ganz schnell weg hier. Hallo. So, das Herz. Puff. Das war ja mal leicht. Oder kam es mir so leicht vor? Naja, ich weiß nicht. Eine große Truhe. Das ist schon mal eine Bass. Ich komme hier nicht raus. Schauen wir mal. Cool, ein magischer Krug. Ein Sog. Praktisch. Angesaugte Sachen wegzuschießen. Okay, gut. Wir haben einen magischen Krug gefunden, was ich schon mal brauchbar finde. Wie er nutzbar ist oder was man sonst damit machen kann, zeige ich euch im nächsten Teil. Also, bis dann!